Ich spiele doch Mix-Dings, Alter. Ich bin Rain. So. Ja, man hat man schon mal gehört. Hier, dein letztes Turnier. Das Mixed-Game. Heute. Dann reist du ab. Warum nochmal? Meine Schwester heiratet bald. Und deswegen muss ich frühzeitig nach Hause. Und kann das Main-Event halt nicht spielen. Das machst du ja gerne, oder? Oder? Ja, schon. Den Main-Event kannst du 100-mal spielen, aber Schwester heiraten wahrscheinlich nur einmal. Ja, aber wenn das halt noch nur an einem am anderen Tag gewesen wäre, dann hätte ich beides machen können. Das ist halt ein bisschen ärgerlich, aber... Hätte du mit deiner Schwester auch reden können, dass ihr einen Termin etwas verschiebt, oder? Ja, das ist, glaube ich, jetzt zu spät. Du, wenn du dein Resümee ziehst, jetzt über die letzten Wochen, wo du hier gewesen bist, nicht so gut oder eh zufrieden? Ich habe jetzt nicht so viel Geld verloren für die Anzahl der Turniere, die ich spiele, weil ich im Cashcam ganz gut was gewonnen habe. Turniere habe ich jetzt, das war mein 15. das war 16. und ich habe einmal gecashed, das ist natürlich nicht so toll, aber vielleicht geht ja hier im letzten Turnier noch was. Und ja, habe nicht so viel verloren, und wenn man nicht so viel verliert und viele Turniere spielt, die viel Geld kosten, da kann man, glaube ich, halbwegs zufrieden sein, sage ich mal. Wie schaut der Plan dann nach der Hochzeit aus? Ich werde dann wohl ein bisschen Urlaub machen mit meiner Freundin, weil wir fahren da zusammen zur Hochzeit. Vielleicht werde ich mit ihr Urlaub in Felden machen oder so und da das 2K spielen. Aber sehen wir uns. Ich habe keine Ahnung, ich weiß es noch nicht. Oder ich wäre, also auf jeden Fall EPT Barcelona im Augustende. Das sind so erstmal die vorläufigen Pläne. Und ein bisschen im Internet spielen und vielleicht mal ein bisschen Abstand vom Poker. So für so ein, zwei Wochen. So, das ist, glaube ich, ganz gut mit der Familie, Hochzeit und so. Damit man sich dann wieder voll fokussieren kann und den Antrieb hat, gut zu spielen. Verständlich. Ja. Also so lange aussetzen, bis wieder richtig geil bist aufs Spielen. Das ist richtig. Und wenn man richtig geil aufs Spielen ist, dann spielt man, glaube ich, auch noch richtig gut. Ja? Ja. Okay, dann hoffe ich, dich in Felden zu sehen. Ja. Und viel Spaß noch beim Turnier. Wie geht's beim Turnier jetzt eigentlich? Oh, 7,5K Start und jetzt 9K. Macht Spaß. Ist schön Fix Limit Hold'em und No Limit Hold'em. Ist ein schönes Turnier. Wo ist deine stärkere Disziplin? No Limit natürlich, aber im Fix Limit, wenn ich da sehe, was die Leute da machen, scheint es ziemlich soft zu sein, das Turnier. Aber mal schauen. Okay, gut. Danke. Ich danke dir. Dankeschön. Ciao. Ciao.